Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Ja, guten Morgen meine Freunde. So, um 5 Uhr hat er weggestellt. Wir machen heute wieder mal eine kleine Wachsschmelzaktion. Herbert hat schon wieder einen kleinen Hals. Aber das Wasser läuft. Die Vorbereitungen für den Raum waren jetzt, naja, sagen wir 3 Stunden. Ich muss da noch ein bisschen abdecken mit Malerfolie. Das seid ihr am besten bedient. Die könnt ihr runterreißen, Mülleimer schmeißen und dann ist das sauber. Aber ihr kennt ja die Filme schon. Hier ist einmal anschüren gesagt von der Micky. Ne? Da lassen wir wie immer mal ein bisschen am Bottich volllaufen. Ja, vom neuen Wasserhaus her, aber die Filme sind noch lange draußen. Haben wir jetzt das auch im Griff, dass da Wasser fließt. Das ist bei uns nicht so einfach. Also die Aktion hat jetzt gekostet von 15.000 Euro. Ja, hier hat richtig 15.000 Euro, weil hier kein Wasseranschluss und auch kein Stromanschluss ist, also das wisst ihr ja. Gut. Unten den Schieber noch aufmachen. Unten. Unten. Greif hin, genau den. So. Und ja, den lassen wir jetzt zur Hälfte volllaufen mit warmem Wasser, dass er ein bisschen schneller geht. Und ja, muss ich mal machen. Und das ist hier unser Wachsschmelzkübel, das erkläre ich dann auch noch später. Und jetzt tun wir erst einmal die Asche weg drauf. Ja. So, die paar Kästen sind zum Schmelzen. Das heißt, wir werden hier, also ich habe es mal angesetzt, 10 Stunden. Aber wie gesagt, 2 Stunden haben wir ja jetzt ja schon alleine gebraucht. Oder 3 Stunden, um das herzurichten. Ja, ist alles nicht so einfach. Da haben wir auch wieder ein bisschen neu aufgefüllt. Also es wird langsam. Und da unten, ihr hört es vielleicht, ist das Wasserhaus. Aber der Film kommt bei euch oder bei mir am Kanal, ich sag mal so in 3 Jahren raus. Da sind auch die Bottiche, die sind noch nicht fertig. Also angeschlossen sind es noch, aber die muss ich noch hier sicher abschließen oben, weil die oben offen sind und deswegen ist kein Wasser drin. Aber wie ihr sehen könnt, das sind auch nochmal 4 Stück. Das ist 8 Stück, 8000 Liter Reserve und unten wird es in einer 10.000er Wassersisterne eingeführt, so am Rande, und läuft durch 7 Filter durch, bis es oben wieder rauskommt. So. Und am Anfang hatte ich eben das Problem, dass die Gastherme nicht anspringt. Also das scheint jetzt hier auch zu funktionieren als Warmwasserträumchen. Also es läuft, wie es läuft. Soweit ganz gut. Ich hoffe, dass der Akku schon wieder schwach ist. Und so, dann soll mal viel Spaß beim Filmen. So. Eine kleine Anekdote dazwischen, also so ein Malerteil. Zum Abdecken ist eigentlich sehr schön. Ich habe es oben nachgefällt. Dann brauchst du das ja bloß runterziehen und schafft einen sehr großen Teil eben verdeckt und könnt dann die Wachsspritze dann auch sehr schön wieder entfernen. Das gibt es auch dementsprechend öfters mal im Angebot. Und ja, kannst du dann nochmal runterziehen, weil es das lange ist. Dann habt ihr da keine Probleme. So, weil das ist alles viel einfacher, wie das Zeug später dann putzen. Das könnt ihr mal glauben, das ist der Wahnsinn. Wie immer, an der Stelle, wir haben dann die Waben, die was dann im Wachsbottich geschmolzen werden. Danach nehmen wir die dann da, schlagen wir die 2-3 Mal ab, stellen sie eben dann rein und dann ist die Sache fertig. Ist kein großes Hexenwerk. So, der Bottich hinten wird schon voll. Das heißt, ich muss langsam anfangen.
Hitzebüchlein. Kannst du mir jetzt noch einmal so den Ablauf sagen, wie das jetzt alles geht? Zuerst fangen wir an mit diesen Gittern. Mal schauen, ob da ein bisschen Erwärme kommt. Normalerweise brauchen wir den Deckel dann ja nicht mehr. So, und jetzt haben wir zuerst unsere Gitter rein und machen die sauber. Erstens sind sie dann gleich desinfiziert und zweitens habt ihr dann das Wachs draußen, aber dann braucht ihr natürlich die richtige Temperatur und die haben wir noch nicht, weil das Wachs noch nicht flüssig ist. Also haben wir den Punkt noch nicht erreicht. So, dann müssen wir, wie gesagt, die Waben reinschmeißen. Dann machen wir mal ein Breckerli, dann sehen wir, wie es ausschaut. Also ich krieg von dir nur die Waben angereicht, oder? So, dann können wir jetzt langsam loslegen. Das erste hätten wir schon. Wie ihr sehen könnt, ich mag eher die flexiblen. Also da kann ich wesentlich besser arbeiten, auch beim Kasten bringe ich die wesentlich besser raus, weil man die halt auch anhebeln kann und die sind nicht in einen und die krachen nicht so runter vor die Waben, wenn sie verklebt sind. Und da jetzt auch beim Saubermachen, also mag ich die auch nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es nur noch diese Starren. Warum auch immer, ist halt ja so. Und jetzt sind wir dann schon fast fertig. Das heißt, wir sind fertig. Und ihr solltet euch das vorher alles herlegen, weil das vergisst man dann, vor allem ich. Ja? So. Jetzt geht es dann los mit den ganz normalen Platten. Achso, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich das machen muss. Ich habe eine Spachtel vergessen. Hier ist ein Messer. Nein, bringt nichts. Du brauchst eine Spachtel. Hier ist sowas. Geht das auch? Und wie gefällt dir die Schmelzarbeit? Trauma. Läuft. So, meine Freunde. Großer Hals, große Problematik. Heizspirale heizt nicht mehr auf. Warum auch immer. Das heißt, wir müssen das jetzt kalt durchpressen. Das ist natürlich nicht schön. Aber du hast keine andere Möglichkeit, weil aufhören kannst du ja jetzt nicht. Und die Heizspirale austauschen kann man am Wochenende auch nicht. Das heißt, das Ganze ein bisschen heißer durchlaufen lassen. Den Schmodder dann natürlich nicht wegschmeißen. Und wenn es dann geht, noch einmal nachpressen. Das ist sowas von grausam, aber da müssen wir jetzt alle durch.
denke, ihr könnt es nachvollziehen, was ich jetzt für Motivation habe. Aber ist egal. Es wird trotzdem gezeigt, weil es geht ja andere auch so. So. Ich gehe mal davon aus, weil das Wasser trotzdem unten im Kessel ein bisschen warm wird, dass die Heizspirale verkalkt ist. Das kannst du jetzt aber natürlich nicht rausbauen im laufenden Betrieb. Naja, ist halt jetzt so. Also.